Moin moin, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fußballmanager. Beim letzten Mal haben wir im DFB-Pokal gegen VfL Osnabrück gewonnen. Und ja, da versuchen wir einfach heute mal nochmal ein bisschen das Spiel Revue passieren zu lassen. Wir hatten gemerkt, dass wir ein bisschen Probleme am Anfang hatten, nicht ganz so konzentriert waren. Frische fehlt uns jetzt auch gerade, Fitness muss auch noch erhöht werden. Und wir sollten vielleicht nochmal die Taktik bearbeiten. So, das hatte ich ja schon mal gemerkt. Das ist schon mal schön, dass es nicht weg ist. Wenn wir den Einsatz erhöhen, ist natürlich mehr Action drin im Spiel. Dann laufen die Spieler mehr hinterher. Und ich wollte nochmal hier gucken. Also, wenn ich jetzt mir so kurz überlege, wie die Positionstreue sein soll. Zum Beispiel hier. Eigentlich sollen die Stürmer oben, ja, da eben stehen bleiben. Digne, Positionstreue. Ich denke mal, das machen wir so ein bisschen nicht ganz so groß. Darf aber ein bisschen mit vorstoßen. Flanken braucht er gar nicht. Zack. Was ist mit den Tacklings? Da können wir ruhig ein bisschen aggressiver reingehen. Das können wir ruhig sagen. Positionstreue bei etwa 50 Vorstöße. Ja, schnell sind sie halt nicht. So, bei Standards nach vorne, das haben wir schon mal gesagt, das ist gut. Bellinghausen, Positionstreue, sag ich mal, eher bei 40%. Tacklings 50 Vorstöße. Kann auch mal passieren. Flanken nicht so gerne. So. So in etwa, ne? Kann er gut dribbeln? Nee, kann er alles nicht. Da müssen wir überall alles ein bisschen aufarbeiten. Was hatten wir bei Vorstößen? Hier 60, okay. Machen wir das mal für die Jungs hier. Okay. Hier darf natürlich das richtig schön. Vorstöße, ja, Logo. Hier, ihr sollt vorstoßen. Zack. Wie ist es hier mit den Flanken? 69, also nicht so sonderlich gut. Flanken 70, okay. Ja, okay. Aber darf gerne den Vorstoß wagen, wenn er ihn hat schon. Ticklings, ja, das können wir so lassen. Hier auf jeden Fall du auch. Einen Vorstoß wagen. Also so etwa hier. Zack. Ball halten. Weiß ich nicht genau. Können wir trotzdem probieren. So, die Laufwege hatten wir bisher. Vielleicht nicht ganz zu weit nach hinten. So. Ja. Okay. Zu weit nach vorne auch nicht. Okay, hier linkes Mittelfeld. So, versuche ich es ein bisschen symmetrisch hinzukriegen. Vielleicht kann man auch manchmal die Symmetrie brechen. Aber hier denke ich, behalten wir das mal. Speichern unter dem Bla. Jo. Okay, das hätten wir schon mal erledigt, das ist gut. Wie war es jetzt hier mit meinem privaten Bereich? Da muss ich doch ein bisschen golfen oder segeln. Ich gehe auch segeln. Ja, ist okay. Die Jugendmannschaft, da ist noch nicht so viel zu holen. Was ich eigentlich noch machen wollte. Oh, hier, Auf- und Abwertung. Gucken wir mal. Ja, wir hatten schon den Test, ne? Da wird nichts mehr auf- und abgewertet. Augsburg ist unser nächster Gegner, wie ich sehe. Oh, 1 live. Will uns verhandeln. Laufzeit senken und die Summe erhöhen. Shit. Da kann ich nur Verhandlungen abbrechen. Das war dann einmal zu viel. Aber 4 Jahre Laufzeit ist halt sehr hoch. Das ist nicht so gut. Also mir wurde extra gesagt, lieber nicht so lange Laufzeit machen. Freikarten.
Ja, verstehe ich auch nicht, warum ich das nicht mehr auswählen kann. Das ist jedes Mal das Gleiche. Ach, Manu. Das war im Fußballmanager 12 schon. Ich konnte irgendwann... Ich wollte auswählen, wie viele freie Karten ich gebe. Ich würde gerne sagen, ich gebe dir 3000, aber das... Ja, da sind immer noch die gleichen Bugs drin. Das ist unschön. Einfach unschön. Muss nicht sein. Teamdynamik. So sollten wir mit den Spielern reden. Wenn wir jetzt auch machen. Minus 26. So, dann will ich jetzt mal gucken. Welcher Spieler war jung? Und Tobias Franziskus. Du bist jung. Er braucht auf jeden Fall Spielpraxis. Entweder lasse ich ihn... Ich könnte ihn bei mir spielen lassen, ja. Wickhamp. Alex, ist das der hier? Ja. Der ist ja auch schon hier in der zweiten Mannschaft, um da Spielpraxis zu kriegen. Ist okay. Ja, kann man so machen. Hat zwar auch nur 3 Sterne. André Voll. Würde ich auch gerne aufgestellt haben, weil er 18 ist. Muss aufgestellt werden. Sehr gut. Damit die mit ein bisschen mehr Talent halt aufgestellt werden und auch spielen. Die erste Mannschaft nochmal hier angucken. Tobias Levels Fitness. Die Fitness muss für dich Training. Spielentwicklung, Trainingsziele. Oh, da können wir ja auch noch jede Menge machen. Okay, fangen wir mal an. Vroni, der ist auch schon so alt, der hat fast keine Trainingsziele mehr. Aber Fabian Giefer, da können wir gut anfangen. Gehen wir auf die Trainingsziele und wir möchten natürlich uns erstmal nur die wichtigen Fähigkeiten zeigen lassen. Und das sind eigentlich auch diese Sachen hier. Abschlag, Reflexe, Mann gegen Mann, Stellungsspiel und da passt dann nichts mehr. Das können wir erstmal so machen. So, Lukas Digne, hatten wir ihn ausgeliehen? Zur Leihe, ach ja, bis 2014. Das ist auch okay. So, was sind hier wichtige Fähigkeiten denn? Ach ja, 2 Kämpfe, Ausdauer. Ja, warum nicht? Mal Ausdauer hier. 2 Kampf, rüber. Grätsche. Schnelligkeit kann natürlich auch sehr von Vorteil sein. Flanken passt nicht mehr rein. Machen wir das erstmal. Ausdauer ist das erste Trainingsziel. Ich würde erstmal in dieser Folge mit den jungen Leuten anfangen. Und dann zu gucken, was man demnächst machen kann. Hier, Franziskus, Spielerinfo. Unser Stürmer, der Junge, der muss auf jeden Fall Torriecher, Schusskraft, auf jeden Fall. Antritt. Jo. Kopfball. Schnelligkeit. Oh ja. Schnelligkeit. Das muss ein bisschen höher auf jeden Fall. Torriecher. Zack. Sehr wichtig. Und den möchte ich natürlich auch aufstellen. Ich weiß noch nicht, wie wir ihn dazu kriegen. Ja doch. Er soll ja schon Stürmer oder hängende Spitze sein. Dann war hier noch Andreas Kerkling, genau. Spielerinfo. Mhm. Trainingsziele, 3 Sterne hat er. Okay, also er soll Defensives. Das heißt, wir machen erstmal 2 Kämpfe. Ausdauer ist schon ganz okay. Robustheit, das kann hoch. Kurzpass. Langpass. Und Grätsche. Okay, ich denke, das... Sollte es erstmal sein für die ersten Ziele, die wir uns hier setzen. Die anderen machen wir noch nach und nach. Dann würde ich mir da gerne das Training nochmal angucken. Und natürlich auch in der Teamdynamik. Da müssen wir immer wieder reden. Das ist halt ganz wichtig. Also, wer hatte letztes Spiel ein gutes... Wer hatte zuletzt ein gutes Spiel gemacht? Daran erinnere ich mich jetzt auch gar nicht mehr. Weil schon wieder ein bisschen her ist. Kann man... Bundesliga, Ergebnisse, Wettbewerb, ach ja, hier. Gut wäre natürlich DFB-Pokal zu sehen.
letzte Spielergebnisse? Nee, sehen wir nicht, ne? Was war denn das? Da müsste ich nochmal hier gucken. Turniere. Brasilien, Schweden, ah ja. Nee, DFB-Pokal, genau, da. Letzte Ergebnisse. Erste Runde bitte anzeigen. Da haben wir gespielt. Ah ja, Tobias Francisco ist das Tor geschossen und Andrei Voronin am Ende. Okay. Gucken wir nochmal in der Spielermatrix. Nee, Teamhierarchie, da wollte ich sehen. Ah ja, sehr gut. Lamberts ist wieder. Das ist eigentlich sehr gut, dass er jetzt wieder zum Anführer geworden ist. Wir müssen den Kader langfristig verändern, wenn wir das nicht anders in den Griff kriegen können. Spieler so wie Oliver Fink wird nicht richtig akzeptiert. Hier sehen wir die Newcomer. Aber wo ist eigentlich Digne? Der ist noch gar nicht hierbei, ne? Weil er nur zur Leihe ist. Verbündete. Aha. Das ist doch gut. Frustration 2 haben wir jetzt hier. Nur Kleinigkeiten. Möchte erfahrene Trainer, möchte offensiv ausgerichtet spielen. Möchte defensiv stabilen Team spielen, möchte aber auch einen erfahrenen Trainer. Das ist. Das ist blöd. Schwierige Kommunikation. Spanisch. Spielerinfo. Haben wir für dich denn ein Dings Dolmetscher haben wir. Möchte in dieser Saison zumindest einige Matches spielen. Drei volle Spiele oder eine gleichwertige Anzahl Teileinsätze absolvieren darf. Danach liegt es an Ihnen, ob er Sie beeindruckt hat. Okay. Okay, Innenverteidiger, ja. Haben wir noch was? Ah ja. Möchte in einem offensiv ausgerichteten Team spielen. Da muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht irgendwie hinkriege. Offensiv ausgerichtet. Vielleicht einen. Ja, genau. Indem ich ein bisschen versuche, einen defensiven Mittelfeldspieler wegzunehmen und dann eher vielleicht ihn als hängende Spitze mit dazu zu nehmen. Das müsste da schon ein wenig zum offensiv ausgerichtet dann hingehen. Erfüllte Ziele, fehlende Ziele, da sehen wir es hier mal. Langfristigen Vertrag, möchte Spielmacher sein. Ah ja, okay. Möchte Spielmacher sein. Oliver Fink möchte langfristigen Vertrag. Weißt du was, wir gucken uns mal hier kurz mal an. Lamberts. Du bist eigentlich ein guter Mann, 27 Jahre alt. Und ich denke auch, ich versuche mal ihm das zu sagen, Lamberts, Spieler Matrix, Lamberts. Schon mit ihm gesprochen diese Woche. Dann muss ich das versuchen nochmal später zu machen. Voronin will Torschützenkönig werden. Wo haben wir das denn? Fehlende Ziele. Oliver Fink, ich möchte einen langfristigen Vertrag. Nochmal kurz Oliver Fink ansehen. Der ist Alter 30, 68. Also damit hätten wir sozusagen einen erfahrenen Haudegen hinten, obwohl er nur plus 1 hat. Ah, da stand es auch mit den Führungsqualitäten. 5 von 10, 6 von 10. Es gab nie ein Problem. Okay, da muss er noch ein bisschen an sich arbeiten. Okay, also wir können sagen, ich werde dir den Lack vertreten, weil ich dich behalten möchte. Denk darüber nach. Okay, ich erwarte in Kürze, das muss aber auch direkt was kommen, sonst brauchen wir gar nicht weiter zu reden. Okay, Oliver Fink. Vertrag verlängern. So, Oliver Fink macht kein Hehl daraus, dass er einer der Vertragsnehmer nicht abgeneigt wäre. Für einen Spieler seiner Qualität gibt es natürlich auf dem Markt durchaus Chancen. Es ist auf jeden Fall gut, dass sich Oliver Fink im Verein wohlfühlt. Okay, 3 Jahre und Ausstiegsklausel für Abstieg. Okay. Also 3 Jahre. Freigabe Abstieg. Ich denke mal, das dürfte eigentlich okay sein. Es ist besser als sein vorheriges. Bis 2016. Okay. Bocek. Ich möchte einen erfahrenen Trainer. Da kann ich halt noch nicht so viel machen. Erfahrenen Trainer. Erfahrenen Trainer. Schade, das geht nicht. Jens Lanke möchte ein defensiv stabilen Team. Offensiv, defensiv, defensiv. Defensiv.
Langfristigen Vertrag. Also wir haben hauptsächlich Defensive. Was sind denn hier die Ziele? 28 haben wir. Will Torschützenkönig werden? Will Stammspieler in der ersten Mannschaft sein? Ja, das kriegt er auf jeden Fall hin, ich denke mal. Er ist eigentlich ein guter Spieler. Mit einem langfristigen Vertrag. Aha, offen. Und verfehlt. Das haben wir noch nicht. Okay, Vertrag verlängern. Bei einem Spieler seiner Karriere will ich ihn nicht zu viel Hoffnung machen. Okay. Okay, verhandeln wir mal. Oh. Wie viel Budget haben wir denn noch über? Sehen wir das hier irgendwo? Gehaltsbudget? Oh ja, da haben wir noch 2 Millionen. Das wäre ein langer Vertrag über 3 Jahre. Mhm. Das Angebot ist akzeptabel. Ja. Okay, dann hat er schon mal das. Will erfolgreich Fußball spielen? Ja. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ist noch offen. Spielbacher. Andreas Lamberts. Also, das verstehe ich nicht. Lamberts. Ah. Er möchte Spielmacher sein. Okay, wenn ich jetzt nachgucke, Bellinghausen möchte auch Spielmacher sein. Ziele. Wo haben wir das denn? Will zumindest einige Matches spielen. Juanen. Okay, das kriegen wir hin. Möchte für einen bestimmten Verein spielen. Was ist das denn? Möchte für Fortuna spielen. Ja, das sind wir doch. Hm? Achso, hier vielleicht fehlende Ziele. Das ist nur das. Okay. Hast Fitnesstraining. Ist erfüllt sein Fitnesstraining? Möchte sich verbessern. Da haben wir ganz viele bei. Du hast gut trainiert. Ja. Sehr gut. Tobias Franziskus. Okay, unser Torwart. Was haben wir hier denn? Er möchte auch, dass wir ihm sagen, dass er gut trainiert hat. Zack. Leon Balogun. Gib im Training alles. Denke ich mal, können wir versuchen mal zu sagen. Vielleicht haben wir ihn ja schon gesagt. Ja, okay. Möchte sich verbessern. Ja, möchten einen erfahrenen Trainer. Das ist natürlich klar, dass wir das alles noch nicht sind. Oder ja, erfahren, sozusagen. Defensiv stabil. 4. Offensiv ausgerichtet 2. Da kann ich halt nicht so viel machen. Okay, das war das. Stammspieler in der ersten Mannschaft war Digne. Ich könnte mir eigentlich versprechen, Digne ist doch bestimmt auch... Wo haben wir denn Digne? Doch, der wird auf jeden Fall immer spielen. Ich sag das einfach mal. So, dann sagen wir, du bist Stammspieler. Und, dass er sich noch richtig reinhängen soll. Sehr schön. Giefer 10. Der vertraut mir. Du hast auf jeden Fall gut trainiert. Sehr schön. Adam Boczek. Nein. Wen können wir hier noch was Gutes sagen? Kennen. Das können wir Ihnen sagen. Geben Trainings alles. Ach, wenn es nicht anders geht, erstmal durchsetzen. Robby Kruse, haben wir eigentlich noch Gesprächsoptionen? Nee, ne? Sehr gut, dann hätten wir das auch schon mal erledigt. Das ist schon 20 Minuten vorbei. Dann können wir jetzt nochmal hier weiter vorspulen. Andreas Lamberts soll gehalten werden. Sehr schön. Mal sehen, ob die jetzt hier wären. Sehr schön. Lamberts unterschreibt. 10 Spieler des VfL Wolfsburg befinden sich noch immer auf der Transferliste. Ist der Gewinner der Vorbereitung? Ja, das ist gut. Was sehen wir hier? 7 Spiele, 7 Siege.
Anzahl der neuen zukommenden Spiele 18. Form ist sehr gut. Sehr schön. Die haben alle unterschrieben. Natürlich die Besten, die Schlechtesten, die Jüngsten. Die Bremen mit 23,3 Jahren. Niedrigster Marktwert. Oh, das ist ja bei uns 23 Millionen. Negativbilanz. Okay, interessant. Sortieren wir erstmal noch Stärke ein. Aber ich bin mir sicher, dass wir irgendwo hier im Mittelfeld landen. Frankfurt schätze ich dann auch nochmal ein bisschen stärker ein, weil die machen ja im Moment eine gute Saison. So vielleicht. Ja. Einfach mal probieren. Mal gucken. So, schauen wir uns das mal an. Was haben wir denn hier? Erstes Spiel der Bundesliga steht an, was? Jetzt geht's los. FC Augsburg gegen Fortuna 95. Düsseldorf. Jo, sehr schön. Wir haben hier noch ein paar Nachrichten. Erreicht Trainingsziel. Ja, neue Idee für Fanartikel. Okay, öffnen. Kugelschreiber aufnäher. Ah ja. Fanartikelverkauf. Ihre Produktion hat 8 von 16 maximal möglichen Produkten. Okay. Na, da können wir noch einiges machen. Sommer endet schon mal bald. Das ist okay. Mhm. 6 Personen beobachtet oder 6 Spieler. Hat verlängert. Hat verlängert. Trainingsziel erreicht. Scouts. Da sehen wir das. Da haben wir auch aus dem Verein. Wie alt ist der? Alter 23. VfB Stuttgart. Da muss noch alles hier ein bisschen gescoutet werden. Der Mats hat mir noch eine Liste mit Spielern genannt, die ich auch noch bald mal hinzufügen werde zu der Beobachtungsliste. Und ja, ich denke, das können wir so machen. Tobias. Für Raphael und ich würde ihn sagen, gleich schon mal rein. Öffne Taktik. Bisschen mehr Einsatz, ja. Laufwege. Das hat er hoffentlich jetzt nicht gemerkt auch. Ja, Franziskus, okay. Vergleich. Also, wir haben 2 Spieler, Bellinghausen und Lamperts gegen Kuh. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich werde ein 3D-Spiel machen. Hoffe ich zumindest, dass das dann gut läuft. Wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.